Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen APL V2 Video. Ich mache nahtlos weiter mit dem Phoenix A321. Und im letzten Video habe ich schon den 19er gezeigt und jetzt probiere ich tatsächlich mal den A321 aus. Ich bin sehr gespannt, der 19er, ein absolut Premium-Flugzeug wie schon der A320. Und jetzt mal gucken, wie der A321 fliegt. Ich sag mal so, ich weiß, ich werde auch den nicht vernünftig landen können. Aber wir schauen mal. Ich habe im Grunde nur ein bisschen Strom auf den Flieger gegeben. Standard Procedure, Batterien, Power, Aiders, einmal hier lang, der Flow, Nav Logo Lights, Master Switch, No Smoking und so weiter und so fort. So, ich höre komische Testgeräusche von der 122.8. Deswegen wechsle ich mal auf die Tower-Frequenz. Wir haben nämlich WATSIM online, 118.705. Dann gucken wir schon mal, was wir da so hören. Zack. So, das haben wir. Taxi, Turns, November 1, Charlie 3, Whiskey 1, Merit 7, Okay, perfekt. So, das funktioniert schon mal. Tower Service, Lufthansa 3, Yankee, Yankee, established on the ILS approach, runway right left. Service, Lufthansa 3, Yankee, Yankee. Und dann holen wir uns erstmal die wesentlichen Dinge. Das passt. Mass and Balance, Load Aircraft via GSX. So. Warum passiert hier nichts? Ach so, es kommt erst der Refueling Truck. Kein Problem. So, hier ist ganz schön was los. Taxi Sierra 7 via Echo 3, Delta 3 und Whiskey 2. Init Request. Flugnummer. München Tower, Christoph von Normal. DLH. 2138. Christoph von Roger. Are you on a rescue mission? No, we are completely normal. Und dann holen wir uns mal. Do you have visual contact to the ESA? 5. Cruise Level 320. Passt. Gut. Also, wir erwarten die Given 6 Quebec. Auf dem Runway 08 Left. Den Climb wird uns geben, den Squawk wird uns geben. So, Fuel Truck is arrived. Bin 060 degrees, 5 knots, runway 08 right, clear land, long rollout approved. 8 right, clear to land, long rollout approved, danke, Lufthansa 3 Alpha Foxford. Hier mit den Boden, mit den Bodenschläuchen ist das natürlich sehr, sehr cool. So. Dann wollen wir mal, jetzt ist ja ein bisschen, huch, falscher Knopf, was sollte das denn? So, besser. Also raus aus dem Drohnenmodus, rein ins Flugzeug, Sicht Reset. Und dann fragen wir einfach mal nach. So, gucken, ob mein Knopf richtig belegt ist, länger nicht mehr WATSIM geflogen. 787 Taxi, Holding Point, Runway 8 Left, via November. Alpha 1. Hier können wir schon mal auf Landplan gehen. Holding for runway 08 left via November Alpha 1, Emirates 7SO. Na gut, dann los. München Tower Servus, Lufthansa 2 Mike Alpha requesting IFR to Münster, stand 254 with information Bravo. Lufthansa 2 Mike Alpha, hello, no flight plan. Let me check, sorry. All good. Hab ich eingereicht. Zweiter Versuch. Gib mir eine Sekunde. Refile on network. WATSIM. Christoph von Enter Final von 08 Right. Enter Final Runway 28. So, zweiter Versuch. München Tower, Second Try, Lufthansa 2 Mike Alpha, IFR to Münster with information Bravo. Lufthansa 2 Mike Alpha, thank you. I call back very shortly.
Lufthansa 3, Uniform Juliet, Taxi Sierra. Sehr gut. So, wir werden noch betankt. Hier sehen wir das auch. Alpha Info ist Charlie Startup approved, cleared to Münster. Give me 6 Quebec departure, flight plan route, climb your set level 7 bureaus, Quark 1000. Flight is approved, wire give him 6 Quebec. Climb wire sit, initial climb, flight level 70, squawk 1000, Lufthansa 2 Mike Alpha. Emirates 787. Emirates 787, clear for takeoff. Emirates 787, Hoodie. So, über die 08 Lift. Emirates 787, clear for takeoff, runway 08. Given 6 Quebec. Und Arrival plane ich einfach schon mal direkt ILS 25 No Star Insert. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. 7000 Plan. Über Frankfurt. Hier ist eine Disco drin. Die nehme ich erstmal raus. So. Ja, das ist natürlich nicht perfekt, aber mal sehen. Vielleicht ist ja jemand online. Müssen wir mal gucken. Kein Problem. Gut. Okay, so, das haben wir. Wie sieht's denn hier aus? Mit Boarding? Wie viel Sprit nehmen wir denn mit, bitte? 7000? 6162. Im Moment wird's dauern. 191 Passagiere. Wir können uns in der Zeit ja mal den Flieger ein bisschen angucken. Also, ich zeige immer das hier, weil das ist für mich das Level an Simulation, wo man sagt, also, das. Wenn man das einbaut, hat man alles andere im Griff. So sieht es auf jeden Fall aus. Das passt wunderbar. Wir können natürlich auch, das finde ich auch immer sehr schön, hier auch mal das Fenster aufmachen. Ein bisschen Münchner Luft schnuppern. Den Mief aus dem Cockpit raus. Und die Kabine sieht sehr, sehr cool aus. Mir fehlt ein kleines bisschen hier vorne noch die Abgrenzung. Hier ist ja extra das. Nicht, dass ich mich hier ver. Hier ist extra Lufthansa Business Class auf. Und dann würde hier eigentlich dieser Your Personal Space Kopfflasche oder wie auch immer fehlen. Ansonsten die ganzen Aufkleber, das ist so genial. Das hier alles, das sieht so gut aus. Ich glaube, man kann hier sogar genau hier einfach nur stark aus. Jetzt auch mit diesem. Könnte man eigentlich mal ausprobieren. Wartet mal. Wo ist mein Handy? Okay. Keine Ahnung. Irgendwo finde ich jetzt nicht. Man müsste mal gucken, ob dieser QR-Code wirklich funktioniert. Das wäre der absolute Oberhammer. Und das, ich habe das im A319-Video auch kurz gezeigt. Ja, hier kann man lesen, wie diese Kaffeemaschine funktioniert. Und zwar extrem gut. Richtig, richtig nice. So, schön wäre, wenn er jetzt langsam mal fertig ist. Sieht so aus. Packt er zusammen. Ja. Trotzdem. Reload Sim Brief. Okay. Guten Tag, guten Morgen. Lufthansa One Echo Localizer Theory Test. So, ich habe eingestellt, das könnte der Grund dahinter sein, unter Sim Settings GS. Hallo? Achso, das funktioniert nicht mit dem offenen Fenster anscheinend. Catering vehicles are on their way. Aha, er macht weiter. Catering vehicles are on their way. Ich würde es aber, um ehrlich zu sein, trotzdem ganz gut finden. Ich mache mal Folgendes. Ich mache mal einen kurzen Cut, bis wir dann wirklich boarden. So, und jetzt habe ich hier mal ein bisschen gewartet, bis das Boarding zumindest ordentlich läuft.
Der eine Baggage Loader ist schon fertig, der andere fast. Unsere Passagiere kommen auch langsam rein. Das sieht man hier in München sehr, sehr schön. Ich finde das mega cool, das zu sehen, dass die hier vorbeilaufen, auch von hier hinten kommend. Also wirklich richtig gut gemacht. Wir machen den Flieger ein bisschen weiter fertig. 10.13 passt. Arc Mode Constraints 10. Das ist in Ordnung. Hier gehe ich gern etwas weiter nach außen. Wir haben eine Company Message. Dazu AOC Received Messages Primary Load Sheet Preliminary Load Sheet Accepting. Dann APU Start. Wir können auch mal zum Boarding gehen. Das ist durch die junge Dame, die hier quasi dann steht und auch in Deutsch begrüßt. Übrigens, das ist sehr cool gemacht. Sehr, sehr, sehr schön. Also ich habe in einem anderen Video auch schon gesagt, wenn man mir gesagt hätte, dass wir mal so einen Flugsimulator bekommen, das wäre für mich schon der absolute Hammer. So, ich mache was immer ein bisschen leiser. Beziehungsweise, wir machen das anders. Ich mache einfach das Ganze in Summe für mich etwas leiser. Dann habe ich kein Problem und höre mich auch wieder selber. Wunderbar. Also, wir machen den Flieger fertig. Squawk 1000 habe ich gemacht und auch schon angeschaltet. Das müsste also korrekt sein. Flaps APU available. Wir gucken uns die APU an. Flap open APU available. Klingt auch sehr, sehr, sehr gut. Dann geht APU Bleed an. Und wir haben noch ungefähr 50 Passagiere. Wir können also hier dann uns theoretisch die Route schon mal angucken. München, Ground Charts, Airport. Also ich gehe davon aus, wir starten von der 08 Left, das ist hier oben. Er wird uns also Facing North auf Echo 2 geben, dann wahrscheinlich über November vor, November und dann, was weiß ich, Alpha 3 oder so. Müssen wir mal gucken, was er uns dann gibt. Das ist schon in Ordnung. Wir machen gleich noch unsere Takeoff Performance Calculations, wenn wir fertig geboardet haben. Hier kann ich schon mal hier hingehen, dann können wir mal gucken. Und ich freue mich sehr darauf, wenn GSX dann auch tatsächlich die Passagiere dann hier darstellt. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Im Moment gibt es das noch nicht, aber das wird kommen, da bin ich ganz, ganz sicher. Und dann wird das einfach nur ein Riesenspaß, die virtuellen Passagiere von A nach B zu bringen. So, und das haben wir, das passt auch, das ist in Ordnung. Wir gucken mal nach hier oben, wir können die External Power schon rausnehmen, wir können die Fuel Pumps schon anmachen. Ja, das passt. Und dann machen wir Seatbelt Signs einfach auch schon an. Give me 6 Quebec departure, flight plan route, climb the airfield level 70, squawk 1000. Recheck information, Delta, status approved, clear to Charles de Gaulle, give me 6 Quebec, flight plan. Give me 6 Quebec, haben wir auch. So, 10 Leute noch. Gibt immer ein paar, ne? Die ganz spät erst zum Flieger kommen. Zu welcher Kategorie gehört ihr denn? Seid ihr diejenigen, die schon ganz früh am Gate stehen und versucht, früh reinzukommen? Oder wartet ihr bis zum Schluss, um möglichst nicht hier in der Jetway rumstehen zu müssen? Unterscheidet sich ja auch der eine vom anderen. Das können wir auch machen. Guten Tag, München Tower, Lufthansa 1, Yankee Hotel, fully established, LS, runway 08 right. The 1 Yankee Hotel, hallo. I believe the first 5 Volume for push. So, 90. X-Ram 5 Volume. 91. Boarding completed. Dismiss. Send to McDo. Dementsprechend ist dann unser Init Page 2 automatisch ausgefüllt. 7.2 checke ich nochmal, passt. Zero Fuel Weight passt auch. Dann machen wir Take off Performance. Zack, zack, Calculate.
158, der ist ganz schön. Flaps 2 Member Bravo Taxi, ab 03, Santa McDo. Und unter Performance ist dann hier alles eingetragen. 279 ist auch alles richtig. Transition Altitude. Flaps 2. Sehr schön. Das ist mal was anderes. Ist eben ein sehr, sehr großer Flieger. Finde ich mega gut. So, wir haben noch ein Dings übrig. Return. Hier ist unser richtiges Loadsheet. 191 Passagiere. Und der Rest passt. So, das können wir nochmal umstellen. Ich check gerade nochmal eben schnell. 10.13 ist auch noch das aktuelle Q&H, dann passt das auch. Und dann würde ich vorschlagen, dass ich hier schon alles bereit mache in GSX, damit wir unseren Push dann relativ schnell machen können. Das heißt, ich mache das Beacon an und das ist das Zeichen für GSX, unseren Pushback zu starten. Kittland, Runway 3, Lufthansa 1, Yankee Hotel. Gut. Finger geht weg. Phoenix. Hallo. Guten Tag. Uniform. Hallo, Pushback Proof facing North. Push Proof facing North, Lufthansa 7, Uniform. Gut, ich warte jetzt immer, bis die junge Dame ihren Job hier erledigt hat, bis der Takt dran ist und dann fordert sie mich ja auf, die Parkbremse zu lösen und das ist dann der Moment, wo ich mir dann die Pushback-Freigabe hole, damit das Ganze dann einfach etwas schneller geht. Denn wir sind inzwischen tatsächlich auch ein paar mehr hier, ja, man sieht das. Hier ist richtig was los und wie viele A321? 1, 2, 3... Da hinten glaube ich 4. Das ist natürlich klar, alle mal ausprobieren, den neuen Flieger. Locking Gear, gucken wir nochmal runter. Ist schon cool, ne? Abseits vom ganzen eigentlichen Flugbetrieb und der Flugphysik ist so viel dazu gekommen für den Microsoft Flug Simulator, was man sich früher nicht hätte erträumen lassen. Das sieht einfach nur gut aus hier. Mal gucken, der Pushback vom A319 hat nicht so gut geklappt. Schauen wir mal, wie es jetzt hier ist. So, ich bin mir ziemlich sicher, wir holen uns einfach die Clearance. Lufthansa 2 Mike Alpha, Request Pushback. Lufthansa 2 Mike Alpha, Pushback approved, facing north. Pushback approved, facing north, Lufthansa 2 Mike Alpha. Gut, dann gehen wir auf Echo 2 Facing North. Releasing Parking Brake. Na? Commencing push. All engines clear. Start at will. Hey, starting engine number 2. Falsch rum. Nicht schlimm. Dann pushen wir hier mal raus. Sound ein bisschen lauter. Und die Sounds sind so gut. Bin sowas von happy damit. 583, fully ready for the park. Das ist 583, Roger. Oh, das ist richtig. 5 knots, runway 08 right, cleared for takeoff. Sehr, sehr. Das sind ja auch die anderen Triebwerke im Gegensatz zum A319. Available, starting engine number 1. On Bravo 1-2, when possible, going to stand 216. One Yankee Hotel. Roger, we can do that. Bravo, sorry, 216 is already taken. Taxi Sierra 8 via Bravo 1-2. Sierra 8 and Bravo 1-2 for Lufthansa, One Yankee Hotel. One Yankee Hotel, do you have any other preferred stand?
Yeah, negative, just maybe one on the left or on the right. Block time. Roger. Yeah, this is when you could call your back shot. Hier können wir aus der APU rausgehen. Sansa 1 Alpha Charlie, row push and start approved facing south. Parking Brakes. So, während, um das ein bisschen zu beschleunigen, Engine Mode Selector geht auf Norm. APU Bleed geht aus. APU geht aus. Strobes auf Auto. Taxi Light on. Würden wir normalerweise erst machen, wenn die junge Dame da nicht mehr rumsteht. Autobrake Max. So, dann Flaps 2. Spoilers armed. Tür zu. Funktioniert aber nicht. Der Button funktioniert auch nicht. Pitch Trim. Ab 03. Wahrscheinlich irgendwie so müsste das passen. Sehr schön. Ja, Send to Lufthansa, aber nicht Jota. Left is clear, right is clear. Also 583, Unicorn, tschüss. Unicorn, was macht er? Also hier hat der Pushback wunderbar funktioniert. So, sie zeigt uns den Pin und dann dürfen wir los. Das ist der Pin. Jo. Hier oben sieht alles gut aus. So, ich werde theoretisch fertig. Dann rufen wir mal. Lufthansa 2 Mike Alpha, request taxi 08 left. Lufthansa 2 Mike Alpha, swing over onto Center 2, taxi to entry November 3 via Center 2. Swing over to Center 2 and to November 3 via Center 2, Lufthansa 2 Mike Alpha. Parkbremse geht raus. Und wir swingen. CDR 2012, traffic behind A321, are you able to push facing north behind him? Ah, das ist hier Echo. Hier ist Center. Light Aircraft. Und das Ground Handling von dem Flieger ist so gut, das macht echt richtig Spaß. Und 13 ist ein bisschen schnell, wir bremsen ein bisschen hier, in dem Bereich möchte ich eigentlich so maximal mit 10 taxien. Take off config test normal. So, was macht er da vorne? Jetzt müssen wir ein bisschen zuhören, ob er uns was sagt. Noch ist ja ein bisschen, wir müssen also dahin. Ach, Batzim, ein A321. Taxi Further November Alpha 3, Lufthansa 2 Mike Alpha. Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg zu den So, wir sind auf jeden Fall zu schnell für den Turn. Diese Ausgänge haben auch. Das ist mein Uniform Novelry Taxi Entry November 4 via Eigentum. Ah, wir müssen hier. November 3 ist der hier. Ah, hier sieht man das auch. Entry November 3. Dann geht's weiter über November. Das hatten wir uns ja schon überlegt und angeguckt. Und dann Alpha 3, wie von mir erwartet. München natürlich auch eine wunderschöne Szenerie.
Einfach gut. Einfach gut. So, 122 Decimal 8 ist hier schon drin. Da werden wir wahrscheinlich dann hingelotst. So, November ist der hier vorne. Der dahinter ist Mike. Also den ersten. Hallo? Ich muss unbedingt die Ground Vehicles wieder ausstellen. Ich habe das mal ausprobiert, ob die inzwischen ein bisschen cleverer sind. Die Signallampe leuchtet im Wasser auf. Aber sie fahren einfach immer noch kreuz und quer und durch einen durch. Das macht einfach. Gut, also beschleunigt ganz leicht. 13 hat er vorhin gehabt, jetzt hier 15. Wir haben natürlich jetzt leichten Rückenwind. Aber ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn die Flieger von alleine im Leerlauf beschleunigen. Ich habe aber da mal jemanden gefragt. Also es ist wohl tatsächlich so, je nach Beladungssituation, dass das passieren kann. So, ignoriert bitte den Schlepper hier. Steht Ihnen ebenfalls das Lufthansa-Magazin. Ja. So, wir können schon mal ein paar Sachen fertig machen, die wir sonst nachher erst machen würden. Terrain und ND machen wir. Das machen wir, das machen wir. Das können wir schon mal auf TA machen. So, ein Alpha 3 ist dann der erste gleich rechts. Da müssen wir dann vorher ein bisschen bremsen. Just for the confirmation, taxi November in Alpha 3. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Just for confirmation, taxi November in Alpha 3. November in Alpha 3, für Lufthansa 7. Sind die hinter uns? Earrings 245, ja. Good morning inbound IS-28. 245, pardon. So, um dann halbwegs zügig loszukommen. Ah, ne, Lichter mache ich dann. Sind dann nur noch Lichter, ne? Lichter machen wir erst auf der Piste. Oder vor der Piste. 22 müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber hier auf der langen Geraden würde ich sagen, also hier kann man ruhig 22 haben. Können ja schon mal Bescheid sagen. So, vor der Kurve bremse ich uns jetzt ein bisschen ab. 2554, hello, wind 090 degrees, 5 from the right, right, clear land. Noch ein bisschen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Flugzeugen fährt sich das wirklich ein kleines bisschen wie ein Rennwagen hier. Station Dragot Golf, from the one uniform, Papa pushback approved, facing south. Runway 08 left cleared for takeoff, Lufthansa 2 Mike Alpha. Christoph 1, go ahead. If necessary, you can top up the air through the red tubes. So. Christoph 1, Roger, approved to enter QNH 1016. Ah, da ist es ganz gut, dass man da ein bisschen vorbereitet ist schon. Bremse jetzt hier trotzdem ein bisschen ab und drehe mich vernünftig ein. Und Rolling Takeoff. Loop auf so 40%. Delta request IFR clearance to Barcelona. Servus Lufthansa 6. 7 Tango Info ist Delta Starboard Flug. Chrono geht an. Barcelona Turbo 6 Echo. Manflex 52 SRS Runway Auto Thrust Blue Airspeed is alive. Takeoff Thrust set. Lufthansa 7 Tango cleared Barcelona. It's maintaining centerline 80 knots. Echo Departure climb by a sit. Flight level 70 squawk 316. Correct. Ready.
Oh, es ist schon eine größere Maschine als der A320, man merkt es. Wir brauchen ordentlich Platz. Und V1, rotate. Positive climb, gear up. Autopilot is engaged. Lufthansa 2 Mike Alpha, Unicom, tschüss. Lufthansa 2 Mike Alpha, switching to Unicom, vielen lieben Dank, tschüss. Switching Unicom. So, wir drehen links bei. Thrust Climb. So, er zeigt jetzt hier Ignition. Ne? Das ist, glaube ich, Auto-Ignition, was er macht. Wir fliegen rein in die Suppe. So. Flaps 1. Ich warte hier OnePlus F, ne? Bis er die. Bis er es automatisch macht. Sieht man gleich. Jetzt ist nur noch One. Und Flaps 0. Gut, er hat uns auf 7000 geroutet. Das wird er jetzt nicht mehr kontrollieren, leider. Hier können wir ein bisschen nach draußen gehen. Und jetzt fliegen wir einen schönen Flug Richtung Norden. Ich freue mich drauf. Zehn. Kein Problem. Ja, also ein perfekter Flieger. Spoilers disarmen. After takeoff checklist, autopilot engaged. Landing gear up, flaps up. Engine anti-ice brauchen wir nicht, wir sind gerade drüber. Engine mode selector. Normal TCAS, TARI. Spoilers disarm und setting standard barometric pressure. So, also wir gucken mal raus. Zu laut, viel zu laut. Es ist ein wirklich schöner großer Flieger und ich habe jetzt schon Muffe vor der Landung. Ihr kennt mich, ich kann die Phoenix-Produkte einfach nicht landen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe Gott sei Dank ein paar Videos auf dem Kanal, wo man sehen kann, dass ich landen kann, aber die Phoenix-Flieger... Keine Chance. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich werde jetzt üben. Irgendwie muss das ja funktionieren. Und alles, was jetzt kommt, ist leider ohne Watsim, so wie es aussieht. Deswegen machen wir Folgendes. Ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich würde sagen, kurz vorm ILS oder so. Das alles andere ist ja eigentlich bekannt. Bis gleich. Okay, und dann melde ich mich mal zurück. Ich bin schon relativ weit unten. Das ist hier alles ein bisschen unschön, denn wir müssen eigentlich an dem Punkt hier vorne 3000 haben. Er wird vorher einlenken. Das heißt, ich habe hier mal 2500 eingedreht, beziehungsweise ich drehe sogar mal auf 2000 runter, weil wir werden den Gleitslope so ungefähr auf der Hälfte intercepten müssen. Flaps 1 bin ich schon drauf. Ich überlege auch, ob ich schon vorher auf Flaps 2 gehe, damit wir dann auf jeden Fall genug Drag haben. Das mache ich jetzt auch. Also, wir machen ein Abnormal Procedure. Wir gehen jetzt schon auf Flaps 2. Das heißt, der Flieger hat jetzt Zeit, auch langsamer zu werden. Wir sind hier im Idle drin. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe eine Performance-Berechnung gemacht. Also eine Landing Performance mit Good. Demnach ist das relativ knapp auf der Piste. Ich verstehe nicht. Na gut, wir haben jetzt genau Seitenwind. Eben gerade war es noch ganz leichter Rückenwind. Jetzt ist es ein Seitenwind. Ja, das wird sportlich. Gott sei Dank bremsen die Flieger im Sim ja etwas realistischer oder etwas stärker als im echten Leben. Also das kriegen wir hoffentlich hin. Ich werde das Ding sowieso auf die Piste knallen wie sonst was. Macht euch schon mal drauf gefasst. I didn't know you could fly a plane. So, Standard Barometric Pressure,
1013 ist auch hier in Münster-Osnabrück angesagt. Und es wackelt ganz schön. FS Realistic macht das echt gut. Es macht Spaß. Es sieht richtig gut aus. Und wir gucken uns mal unsere Pre-Flight oder Pre-Landing-Checklist an. Autobrake geht auf jeden Fall auf Med. So viel steht schon mal fest. Spoilers werden wir hoffentlich nicht brauchen. Deswegen arme ich sie jetzt. Eigentlich armt man sie ja, wenn wir das Fahrwerk ausfahren. Laut Lufthansa Procedures Landing Gear Down mache ich aber erst, wenn wir established haben. Flaps is too abnormal. Und Speed ist dementsprechend angepasst über Autothrust, das ist dann schon in Ordnung. Ich mache das Landesystem an und da sehen wir genau das, was ich hier meine. Und jetzt werden wir das von Hand korrigieren. Ich möchte, dass du sinkst auf 2000. Wir müssen den nämlich abfangen. Und ich möchte auch, dass du langsamer wirst. Denn wenn wir über die 180 kommen, dann kriegen wir Punktabzug. Und deswegen hole ich jetzt doch nochmal die Spoiler einmal raus. Das ist mir nämlich hier etwas knappig. Da kommt der Diamant. Wunderbar. Und wir werden auch etwas langsamer. Das heißt, ich gehe hier auch schon mal ein bisschen höher wieder. 2500 Callout. Landing Gear kommt raus. Oi. Ist hier so böig, ja? So. Localizer Star. Jetzt sind wir hier auch im Altitude-Mode. Sehr schön. Er geht jetzt gegen. Flaps Tree. Spoilers kommen rein. Spoilers Arm. Und Flaps wohl. Unsere Landegeschwindigkeit ist 142, also relativ hoch. Localizer Star, Glideslope noch nicht. Doch, jetzt Glideslope Star, da ist unsere Bahn. Wunderbar, dann lassen wir uns einmal sauber drauf kommen. Speed Managed. Und das ist auch schon alles. Wow, da ist aber ordentlich Wind. Okay, der kommt jetzt tatsächlich von schräg links vorne. Das ist aber tatsächlich trotzdem mehr ein Seitenwind. Junge, 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 da habe ich mir ja was ausgesucht mit dem ersten Flug mit dem A321. Aber ich kann euch echt nur empfehlen, wenn ihr den Phoenix habt und schätzt, dann holt euch hier das Add-on. Ja, 50 Euro sind es nachher mit Gebühren, aber in Summe bekommt man zwei echt coole Flugzeuge. Und wenn man, so wie ich bei APL, gerne mit den Originalfliegern fliegt, dann... streng genommen ist das eigentlich ein Flug für den A319, aber der war jetzt eben in meinem Schedule als nächstes dran, deswegen habe ich das geswitcht auf dem A321. Wahrscheinlich wäre das auch besser mit einem A319 hier auf der kurzen Piste, aber wir probieren das einfach. Ja, sieht echt gut aus. Wunderbar. Ich bleibe noch ein bisschen drauf. Muss mir das Leben ja nicht unnötig schwer machen, dann kann ich auch gleich nochmal in die Außenperspektive gehen und dann machen wir gleich den Autopiloten aus. Check hier nochmal, Spoilers an, Flaps full, Autobrake mit, die Lichter sind alle an. Wunderbar, ich ding hier noch einmal, weil es sich so schön anhört. Eins der schönsten Geräusche auf diesem Planeten, finde ich. Sicht ist resettet. Bei 750 übernehme ich dann den Flieger. Ah, jetzt richtig schöner Seitenwind. Ast rein. Autopilot geht aus. Master Caution wegklicken. 500. Wir sind gut drauf. Nase runter, Nase runter, Nase runter. Bisschen links. 200.
Continue. Centerline wäre gut. 10, 2. Touchdown noch innerhalb der Touchdown Zone, wenn auch knapp. Maintaining Centerline war nicht so gut. Nosedown Gently hat auch nicht so gut funktioniert. Aber das ist das, was ich meine, ne? Der Flieger bremst halt viel zu stark. Normalerweise würde ich den jetzt hier im Reverse sauber ausrollen lassen. Mache ich jetzt auch mal. Ich glaube, es war noch knapp in der Touchdown Zone. Reverse thrust idle, manual brake. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir dürfen Sie bitten, zu Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Wir möchten uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, hoffen, dass Ihnen dieser kurze Flug mit uns gefallen hat und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt bzw. eine angenehme Heim- oder Weiterreise. Na, wir bleiben mal kurz hier stehen. Hallo. Gut. Dann gucken wir mal, wo wir hinwollen. Airport Charts. Tja, wir gucken mal, was GSX uns vorschlägt, würde ich sagen. E-Parking. East Parking, okay. GA Ramp Medium. Keine Ahnung, E-Parking 20. Let me know. Handling bei Münster Osnabrück, Marshall has been requested. Sehr gut. So, einmal hier gerade parallel. East 20. Okay, wunderbar. Dann weiß ich wo. Bisschen Schub rein. Okay. Also, ein bisschen Flary oder dolle Flary, aber war auch ein bisschen Crosswind dabei. Nichtsdestotrotz hoffentlich noch okay. Hoffentlich habe ich auch nichts anderes verkehrt gemacht. Wir werden es dann sehen. So, jetzt nicht zu schnell taxien. Ich glaube, ich habe die Landelichter etwas früh ausgemacht. Ich hoffe, dass das kein Problem war. Mal schauen. Und endlich haben wir einen funktionierenden oder einen guten Airbus A321, den 19er, den 20er, als CEO, also Custom Engine Option, Current Engine Option, den Fly-by-Wire als New Engine Option und den 21. Den 21er gibt es ja auch noch als NEO. Ich weiß nicht, ob Phoenix jetzt weitermacht. Mit welchem Flieger machen die jetzt den A350? Stellt euch mal so einen A350 vor, also in der Systemtiefe. Da will man ja gar nicht drüber nachdenken. Flight geht aus. So, hier ist West. Da ist East. Gucken, ob ich da schon irgendwas sehe. Zwanzig müsste gleich hier vorne sein. Mal gucken mal. So, leicht anbremsen. Zwanzig hier links.
schön ausgeschildert. Ich habe einen Freeware-Mod installiert, der quasi diese ganzen Bodenmarkierungen hier nochmal ein bisschen schöner macht. Es gibt ansonsten leider keine... Oh, hier muss ich mal die Jetways ausstellen, die sind kaputt. Beziehungsweise da will GSX jetzt welche hinzufügen, wo eigentlich keine hingehören. Das stelle ich nach dem Flug nochmal aus. Nicht so genau hingucken. So, auf jeden Fall langsamer werden. Langsamer. Ein bisschen zu weit. Parkbremse geht rein. Taxi Light geht aus. Haben wir hier External Power? Nee, Mist. Vergessen die APU hochzufahren. Machen wir das kurz nochmal. Please cut engines. Ja, Moment. Ich habe sonst keinen Strom. Strom. Das ist alles drin. Das passt alles. Das ist alles in Ordnung. Gut. Turnaround State werden dann Fuel Pumps noch aus. Auf jeden Fall Beacon aus. Aber ich warte jetzt, dass die... Achso. Starten wäre auch gut. Hier öffnet sich dann die Luftansaugung. Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt... Könnte ich mir wahrscheinlich auch über den Phoenix hier eine Ground Power Unit hinstellen, ne? Naja, okay, dann machen wir es so. External Power on. Die Lichter sind aus. Das ist auch aus. Alles aus. Dann Cutting Engine 2-in-1. You parked it a bit too far. Ja, das weiß ich wohl. Und Fliegen geht aus. Dadurch startet das Deboarding von GSX. Ja, und während hier alles ranfährt, gucken wir mal eben in APL V2. Ich bin mir nicht ganz sicher, könnte aber die erste Landung sein, die ich mit einem Phoenix-Produkt mache, die nicht außerhalb der 300er Range ist. Also hier hat tatsächlich mal alles geklappt. Super nice. Und da freue ich mich extrem drüber, dass ich diesen Flug jetzt auch so abgeben kann. Das ist echt cool. Hat gut geklappt. Jetzt können wir bei Landing Details nochmal gucken. Ja, technisch wohl drüber. Ja. Kein Bounce, Autopilot off. Ja. Na gut. Gut, es wird. Zurück zum Flugsimulator. Ach, er macht tatsächlich 3 Treppen. Mega gut. Ich bin gespannt, wann das mit den Passagieren kommt, wie lange die brauchen, um die zu animieren, hier im Flieger. So, da kommt der Bus. Und prinzipiell finde ich inzwischen, sind die Außenparkpositionen eigentlich die schöneren, weil man dann nicht die Passagiere gegen diese imaginäre oder diese virtuelle Jetway-Wand laufen lässt. So, er erwartet jetzt, dass wir die 3 Türen aufmachen. Nein, macht er selber, wollte ich sagen. Und auch cool hier, ne? Münster, Osnabrück, International Airport. Ich glaube, die haben ein bisschen Probleme. Die haben nicht so viele Fluggäste. So, da steht sie, die junge Dame. Und so, finde ich, sieht das dann echt richtig gut aus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat gefallen. Vorsicht, Kopf. Yep, perfekt. Ja. Ich Akzent ist auch so gut. Bye. Vergiss deinen Rucksack nicht. Ja, und sorry, Leute. 10 von 10, oder? 10 von 10.
Sollen wir nochmal einen Screenshot machen? Und damit ist dann auch der Zeitpunkt, wo dieses Video endet, gekommen. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben. Ich würde mich extrem über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen Watzim dabei ist eigentlich immer ganz schön. Ich versuche mein Möglichstes. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch so auf dem Herzen liegt. Und ich beende wie immer mit Fly safe, always happy landings. Macht's gut, bis dann. Tschüss.